Wir sind jetzt hier bei Klabata, einem polnischen Spielentwickler, und bei mir ist... Hi, I'm Michał and I'm the brand manager. And I'm David. Und wir schauen uns hier ein Spiel an, ein neues Spiel, das vor kurzem auf Kickstarter gecrowdfundet wurde. Das Spiel nennt sich Crossroads Inn. Worum geht es in dem Spiel? In diesem Spiel geht es darum, dass du deine eigene mittelalterliche Taverne betreibst. Es kombiniert beides, RPG-Elemente und so Tycoon-Elemente aus Tycoon- und Wirtschaftssimulationen. Ja, wir haben gerade ein neues Spiel gestartet. Was können wir hier machen? Also, das hier ist jetzt der Kampagnenmodus. Es ist so sehr am Anfang vom Spiel. Und hier musst du die Hochzeitsfeier eines Nobelmannes aus deinem Ort ausrichten. Hier zeigen wir dir, wie du Basisdinge in deiner Taverne zum Beispiel einrichtest, also neue Sachen baust, neue Räume baust, ja, wie du Möbel einrichtest und so weiter. Also startet man hier jetzt mit einem neuen Raum. Was brauchen wir in so einem Raum? Also unser Ziel ist, dass wir eine Hochzeitsfeier organisieren, aber dafür ist unsere Taverne leider zu klein. Also muss der Besitzer die Taverne ein bisschen größer machen. Jetzt haben wir ein paar Wände gebaut und jetzt müssen wir natürlich Möbel reinpacken. Also hier mal so ein paar Tische und ein paar Bänke in diese Taverne, damit die Leute auch sitzen können. Wie man hier aber jetzt sehen kann, ist die Taverne ziemlich dreckig. Also müssen wir das alles erstmal noch ein bisschen schöner machen für die Leute. Jetzt werden wir uns das erstmal darauf fokussieren, dass es schöner aussieht und hübscher aussieht. Also je mehr Tische man reinbaut, umso besser ist das. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man viele Tische drin hat und viele Bänke, dass die Taverne gut läuft. Aber das Ziel in diesem Spiel ist, eine Taverne zu bauen, die natürlich auch profitabel ist und auch erfolgreich ist. Und es gibt kein einfaches Rezept oder kein einfaches Rezept, das zu tun, denn es hängt auch immer davon ab, welche Möbel man reinsetzt, welches Menü man aufsetzt, welche Preise man hat. Werden natürlich auch unterschiedliche Kunden in deine Taverne kommen. Und in diesem Spiel gibt es 5 verschiedene Arten von Kunden. Hier unten links, oben kann man sehen, wie viel Respekt die Leute für deine Kneipe haben. Jede Gruppe von Leuten. Hier kann man sehen, dass dass die Stadtbevölkerung, die Puristen, mögen im Moment hier deine Taverne am meisten. Aber wenn man es jetzt übertreibt mit Dekorationen, dann werden sie es weniger mögen. Ja, so funktioniert es. Um es zu dekorieren, braucht man halt mehr Geld. Was natürlich auch bedeutet, dass die Dinge, die in der Taverne auch natürlich teurer sind, und arme Leute zum Beispiel mögen das nicht. Und ja, so funktioniert das im Prinzip. Also ist es dann so, dass man immer einfach der Teuerste sein will? Oder wie funktioniert das dann? Ja, also das ist wie im realen Leben. Auf der einen Seite kann man natürlich einen sehr teuren Ort hier machen, der wird natürlich dann für Nobelmännern besucht werden. Aber so viele gibt es nicht. Also die Kundschaft ist dann geringer im Dorf. Je größer die Gruppe deiner Kunden sind, also in deinem Dorf, also die Leute, die jetzt nicht so reich sind, das kann auch besser sein, wenn man Dinge dann günstiger macht. Dann hat man natürlich mehr Gäste, die in größeren Zahlen kommen und dadurch halt mehr Geld ausgeben. Also, das hängt natürlich von dir ab, wie du deine Kneipe aufsetzt. Und du kannst dich auch in der Mitte balancieren. Ist das Ding hier jetzt schon so eine Art Story-Element oder ist das Tutorial? Also, das ist, wie wir das gemacht haben. Wir haben 3 Arten von Gameplay. Wir haben den Kampagnenmodus, wir haben Sandbox und wir haben Szenarios. Im Sandbox-Modus kannst du machen, was immer du willst. Also, was deine Taverne angeht. Es gibt auch keine Story dahinter. Es ist einfach nur eine Ökonomie-Simulation, wo du eine Kneipe betreibst.
betreibst. In der Kampagne, da sind wir gerade, da gibt es auch eine große Story dahinter. Du bist der Bastard eines Assassinenkönigs. Du hast jetzt ein Jahr, die Wahlen zu gewinnen und das machst du natürlich, indem du deine ökonomische Kraft hier ausbaust. Und die Kampagne startet halt hier mit einem Tutorial. Also ist ein bisschen beides. Und wir haben mal gedacht, wir lassen die Leute die Kampagne spielen, damit sie das Spiel lernen. Also es ist ein Teil des Tutorials. Ist es denn ein typischer Dialog, wie wir den hier bekommen? Also hier haben wir das Tutorial jetzt beendet. Also was sie wollen ist, gut gemacht wird. Ich habe gehört, dass du die Haupthalle erweitert hast. Das kann ja nur bedeuten, dass du den Sohn des Müllers überzeugt hast, seine Hochzeit bei dir abhalten zu lassen. Und ja, in dem Fall musst du jetzt natürlich entscheiden, wie viel Barrels, wie viel Fässer du bestellen willst. Ja, wie im echten Leben. Wenn man also eine Taverne oder ein Restaurant betreibt, dann muss man natürlich ein Menü haben, um die Leute zu bedienen. Aber man muss natürlich auch die Zutaten kaufen, ne? Also haben wir hier in diesem Spiel haben wir eine Map, wo wir eine Versorgungskette aufbauen können. Wir können verschiedene Zutaten von verschiedenen Plätzen einkaufen. Man muss aufpassen. Es kann nämlich sein, dass man zum Beispiel zu viel für diese Zutaten bezahlt. Also zum Beispiel, um jetzt Essen zu verkaufen, muss man natürlich die Zutaten haben. Und das ist, was wir hier jetzt gerade zum Beispiel gemacht haben. Wir haben jetzt also ein paar Weinfässer geordert. Jetzt verbessern wir gerade wieder unsere Taverne für weitere Arten von Gästen. Ja, David sorgt gerade dafür, dass es hier alles ein bisschen schöner aussieht. Wir machen hier auch ein Messageboard vorne vor die Türe der Taverne. Und wir können auch ein paar Laternen daran bauen. Und wir bereiten uns also jetzt auf die Hochzeit vor. Es wird uns jetzt ein bisschen Zeit brauchen, durch das Tutorial durchzuspielen und damit wir uns halt auch ein bisschen da gut mit auskennen. Aber vielleicht auch mal eine Botschaft für die Leute, die jetzt nicht so auf super komplizierte Spiele spielen. Im Sandbox-Modus haben wir vier verschiedene Arten von Schwierigkeiten. Also je nachdem, wie hoch dein Skill ist oder wie viel Lust du drauf hast, hier auf diese ökonomische Simulation der Schwierigkeit dieses Spieles, gibt es halt unterschiedlich. Die unterscheiden sich zum Beispiel diese Stufen dadurch, wie viel Geld man am Anfang bekommt. Also Sandbox-Mode bedeutet nicht wie in vielen anderen Spielen, dass nichts irgendwie was kostet, sondern in diesem Fall ist es so ein freier Modus, den man spielen kann. Ja, also man fokussiert sich darauf, eine sehr, sehr erfolgreiche Taverne zu bauen und diese zu erweitern, aber wir haben sehr viel Sorgfalt darauf geachtet, dass wir einen balancierten ökonomischen Modus haben. Ich glaube, da sind wir ganz gut erfolgreich und dass Leute es auch mögen werden. Also die Entscheidung, die man jetzt hier treffen kann, das hast du schon so ein bisschen erwähnt. Es gibt verschiedene Versorgungsketten. Ich denke, man kann auch Leute verärgern und dann werden die dir nichts mehr verkaufen, nehme ich mal an. Oder andersrum, du willst nichts mehr von denen. Welche Effekte gibt es noch, die Entscheidung, die ich treffe? Also wie ich immer sage, wie im realen Leben, wenn man seine Kunden zufriedenstellt und auch diejenigen, die dich beliefern, dann sind die natürlich zufrieden mit dir und sie kommen auch wieder zu dir zurück und du kannst wieder mit denen arbeiten. Das gleiche ist auch bei den Versorgungsketten. Man kann so über die Gebühren verhandeln und man kann natürlich auch die Löhne von deinen Mitarbeitern kannst du natürlich auch verhandeln. Also es ist sehr wichtig, dass deine Leute auch zufrieden sind. Wir haben hier zum Beispiel, wir sehen das hier, ne? Wenn deine Mitarbeiter zufrieden sind, dann werden sie natürlich auch besser arbeiten. Sie sind so ein bisschen wie reale Leute und während des Spieles werden sich deine Angestellten auch weiterentwickeln, werden Erfahrung bekommen und es ist sehr, sehr wichtig, diese erfahrenen Arbeiter zufrieden zu behalten, weil sie können dich auch einfach verlassen
und irgendwo anders hingehen. Jetzt zeigt David uns gerade hier, wie wir den Preis von einem Wein reduzieren, denn natürlich sind die Leute mehr zufrieden, wenn die Preise niedriger sind. Also wir haben gerade gesehen, man kann im gesamten Menü alles also einstellen, also im Menü, was wir anbieten hier in der Taverne, dass wir natürlich auch einige ökonomische Effekte haben, oder? Ja, zum Beispiel gerade im Moment bei den Mitarbeitern können wir zum Beispiel sagen, welche Prioritäten in der Arbeit sie haben, also auf was sie sich konzentrieren sollten, auf die Qualität, ob sie schneller arbeiten sollen. Das System der Mitarbeiter und der Ökonomie hier ist sehr, sehr kompliziert, sehr komplex. Jetzt haben wir gerade hier ein Level Up bei ihr und sie hat jetzt ein effizienteres Level. Ist effizienter in Dingen, die sie tut. Ja, also das ökonomische System ist sehr, sehr kompliziert. Natürlich nicht so kompliziert wie im realen Leben, aber wir haben es, glaube ich, schon ganz gut hinbekommen. Etwas höher als bei normalen Ökonomiespielen oder so, wo Sachen simuliert werden, das kann man hier deutlich besser sehen. Können wir ganz kurz unterbrechen? Okay, kurze Unterbrechung. Kein Problem. Als ich euch gerade eben beim Spiel schon ein bisschen zugeschaut habe, habe ich gesehen, ihr hattet eine Kartenansicht von dem ganzen Gebiet, wo man auch einige Sachen musste. David, kannst du uns die Karte zeigen? Ja. Also hier, das ist das, was ich schon erklärt habe, zur Versorgungskette, dass man in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Preise, zum Beispiel hier beim Alkohol, hat. Und jetzt versuchen wir mal dahin zu gehen. Und dann, wenn man draufklickt, dann kann man sehen, was man hier kaufen kann. Und in jeder Stadt, wenn jetzt zum Beispiel auf... wenn wir hier zum Beispiel klicken, dann kann man jetzt sehen, Knoblauchpreis ist 243, aber der unterschiedliche Preis ist 100. Das sieht also, man sieht also hier, würden wir deutlich zu viel dafür bezahlen. Wir müssen also auch darauf aufpassen, was wir kaufen und verkaufen. Wir wollen natürlich nicht zu viel bezahlen, aber wenn wir es schnell haben wollen, dann sollten wir natürlich auch in einer Stadt kaufen, die ein bisschen mehr in der Nähe ist, als wenn wir jetzt in einer Stadt kaufen, die sehr weit entfernt ist, wo die Logistik dann sehr, sehr schwierig wäre. Das ist also, wie das hier funktioniert. Und hier zum Beispiel ist jetzt das Knoblauch deutlich günstiger. Das hier ist die Map von Delacris und das ist auch der Sinn dieser Karte, aber später wird es auch noch andere, weitere Aufgaben auf der Karte geben und man schickt Abenteurer, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen in bestimmten Städten. Habt ihr vielleicht zufälligerweise ein Safe Game von einem weiteren Stand, wo man mehr sehen kann? Und David nickt schon wieder. Der nickt immer. Entschuldigung, ich bin ja nur hier zum Übersetzen. Irritierter Blick von Herrn Yankee? What? I don't understand. Ich gucke mal da ein, wo der Bildschirm ist. Der ist halt dummerweise unten, ne? Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, das war Polnisch. Okay, wir haben also dann doch keinen Spielstand, wo wir viel mehr sehen können. Das tut mir leid. Ja, kein Problem. Okay, wir haben jetzt gerade mal geguckt, ob wir vielleicht einen Spielstand haben, der etwas fortgeschrittener ist. Haben wir leider nicht, aber ich denke, wir haben schon mal einen sehr, 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 sehr guten Eindruck bekommen, worum es in diesem Spiel geht. Und vielleicht hängt natürlich von euren Kommentaren ab hier im Kanal. Spielen wir das vielleicht auch mal hier im Kanal. Also lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ich sage erstmal vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch das Spiel gezeigt habt. Und die letzte Frage wie immer ist, dürfen wir das Spielmaterial und das Interview veröffentlichen? Thank you very much.